Netto Kaiba? Yo, Peace Freunde, was geht's? Mein Name ist Husky, ihr seid hier heute mit uns im Zwischenraumstudio in Halle. Wir haben heute den zweiten Track für dieses Jahr aufgenommen. Wir sind ziemlich fleißig und wir dachten uns, dass wir euch heute mal ein bisschen mitnehmen und euch zeigen, wie wir hier so arbeiten, was hier eigentlich so passiert. Ja, wir hören uns gleich nochmal. Ich erzähle euch dann noch ein paar Details und jetzt checkt ihr erstmal ein bisschen das Material aus. Also bis gleich, Leute. Wir so diesen Studioblock drehen, das habe ich hier die ganze Zeit so ein bisschen, setze mich unter Druck, weil du mich hier filmst. Ja, was soll ich sagen, Freunde? Ich bin eigentlich gar nicht bereit gerade. Das irritiert mich ein wenig. Soll es? So, also wenn das mich unter Druck setzen soll, das tut's. Nur mal so. Ey, übertreib nicht. Bitte. Ich möchte die Kamera nicht in meinem Gesicht haben. Mach mich für meine Gegend stark. Ich stand mit meinem Namen, doch sie vergessen, was ich tat. Kämpfte für Kultur und ich kämpfte gegen Fremdenhass. Andere Rapper machen eine Fahrt mit dem Gangsterpark. Hier sind immer meine Lyrics drauf. Handgeschrieben. Liefer jederzeit Qualitätsarbeit, die damit ein paar fehlerfrei. Rapper, die meinen, sie wären geil, kriegen da 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 und so weiter. Liefer jederzeit Qualitätsarbeit, die damit ein paar fehlerfrei. Rapper, die meinen, sie wären geil, kriegen Bullets in all ihre Schädel rein. War auf jeden Fall nicht optimal, aber lass uns mal kurz rein, ne? Besser, aber von der, also hat man alles verstanden? Okay, mach ich. Nochmal bitte. Aber das versteht wahrscheinlich keiner. Alter. Sitzt der hier auf dem Boden vor mir. Ich versuche dich einfach so gut wie es geht zu ignorieren. Bin ich ja gewohnt von dir. Ich höre dich nicht. Das wird rausgeschnitten. Film da die Heizung einfach. Die ist richtig, richtig nice und sorgt dafür, dass ich kleine Moni mir nicht ins Hemd mache, weil mir kalt ist. Ja, genau. Doch. Sagen Sie zur aktuellen Lage, Herr Husky? Meine Stimme ist jetzt schon ein bisschen am Abkacken und dabei haben wir nur ein paar Probetakes gemacht. Aber so ist das halt, wenn man nicht irgendwelche Autotune-Hooks ins Mikrofon trällert. Gott sei Dank habt ihr das nicht gehört, was Sascha mir gerade über die Kopfhörer gesagt hat. Und ich gucke gerade nur auf mein Handy und tue, als würde ich irgendwas machen, was ich nicht tue. Ich habe hier einfach meinen Text offen. Und warum hast du mein Wasser eigentlich gefilmt? Was? Ich habe Herr Husky interviewt. Du bist so nass. Ja, bin ich. So, jetzt muss ich mich konzentrieren, einen Augenblick. So Leute, ihr habt euch jetzt schon mal ein bisschen was angucken können. Wir haben heute, wie ich eben glaube ich schon gesagt habe, den zweiten Track für dieses Jahr recorded. Es wurde mal wieder ein bisschen straighter, ein bisschen aggressiver als Song 1. Die kommt aber übrigens andersrum raus. Das heißt, der Track, den wir als erstes aufgenommen haben, dessen Name ich jetzt mal noch nicht verrate, kommt als zweites raus. Ja, egal. Ich labere hier schon wieder viel zu viel dummes Zeug.
Auf jeden Fall, sagt mir bitte über die Kommentarfunktion oder auch einfach über ein Like oder von mir aus auch Dislike, wie ihr das findet, wenn ihr das feiert, was wir hier machen, dass ihr hier ein bisschen seht, wie wir arbeiten und wir das hier ein bisschen dokumentieren, dann lasst mich das bitte wissen, Freunde, weil dann machen wir sowas gerne öfter. Es wird dieses Jahr mehr Studio-Sessions geben als die Jahre zuvor. Vorausgesetzt, ich halte mich daran, meine Pläne ändern sich auch gelegentlich kurzfristig einfach mal. Ich kann hier also für nichts garantieren, aber der Plan ist, dass dieses Jahr mehr Tracks rauskommen als letztes Jahr und auch als vorletztes Jahr. Ich würde auch gerne ein paar coole Live-Veranstaltungen mit euch zusammen machen, aber ihr wisst ja selber, das ist ein bisschen schwierig momentan. Ja, was gibt es so zu den Songs zu sagen? Ich will hier eigentlich noch keine Namen leaken, aber... Mirko, was sagst du zu dem Song, den wir heute aufgenommen haben? War sehr nice. War sehr nice, okay. Er hat jetzt gar nicht damit gerechnet, dass ich ihn mit einbeziehe. Man hört mich halt auch nicht wirklich gut, weil das Mikrofon auf dich gerichtet ist. Ach so, perfekt. Ja, es ist, ihr merkt auf jeden Fall, dass ich äußerst gut vorbereitet bin für solche Geschichten. Wie ihr vielleicht auch in dem Material sehen würdet, werdet... Verzeihung, ist Mirko hier heute höchst penetrant, während ich meine Lines in das Mikro gerappt habe, um mich rumgeschlichen und hat mich in allen Situationen und Lagen gefilmt und hatte da keine Scheu davor. In guten sowie in schlechten Winkeln. In guten sowie in schlechten Winkeln. Was? Du solltest mich doch nur in guten Winkeln filmen. Und es war auf jeden Fall mal ein bisschen was anderes, ein bisschen eine coole Erfahrung, weil sonst habe ich immer nur da drüben hinter der Scheibe den Sascha, der sich immer fern hält und ich ihn nur über die Kopfhörer höre und schleicht eigentlich hier nicht so im Raum mit rum. War also ein bisschen strange, heute Mirko mit dabei zu haben, aber es hat mich gefreut. Fandst du es selber auch cool? Ne. Alles klar, hätten wir das auch geklärt. Und ja, wie gesagt, lasst hier unbedingt Feedback da, damit ich hier weiß, ob wir das nochmal machen oder ob wir es einfach sein lassen. Und ich wünsche euch alles Gute. Die Tracks werden rauskommen, ihr werdet es mitbekommen. Lange dauert es nicht mehr, Freunde. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und bis dann. Okay, cool.